Ich meine, das ist aber mal eine andere Art, die Bevölkerung wachsen zu lassen. Nicht wie bei Surviving Mars einfach immer wieder neue runterschicken, sondern die vorhandenen einfach klonen. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Surviving the Abyss, meine lieben Freunde. Wir haben beim letzten Mal die ersten Hürden überwunden beim Aufbau unserer tiefen Tiefseekolonie. Hier ist wirklich der Boden erreicht, kann man mit Fug und Recht behaupten. Und ja, jetzt ist das Ziel immer noch Kohle zu stockpeilen. Da haben wir jetzt aber einen ganz stabilen Überschuss, den wir erwirtschaften. Und wir sollen eine Fauna-Trap bauen. Das haben wir jetzt hier schon mal gemacht. Die steht jetzt hier. Dieses, was so ein bisschen hier mit diesen blauen Lichtern beleuchtet ist. Blaues Licht. Und was macht das? Es leuchtet blau. Und da sollen wir jetzt Proben sammeln. Von Tieren, damit wir denen die DNA extrahieren können, weil das Ziel in diesem Spiel ist, ein Genlabor aufzubauen, um die Menschheit genetisch zu modifizieren. Wenn ihr das hier feiert, dass wir uns Surviving the Abyss reinziehen, lasst gerne einen Daumen nach oben da, schaut gerne in die Playlist rein, die immer am Anfang des Videos rechts oben in der Ecke verlinkt ist oder am Ende. Und ihr könnt auch sehr gerne in die Kommentare schreiben, was ihr vom Projekt haltet. Ob ihr es euch geholt habt, ob ihr es selber spielt und was ihr so für Erfahrungen gemacht habt bisher. Genau. 13 Gebäude mit unsicherer Luftqualität haben wir. Da müssen wir jetzt natürlich auch mal schauen. Hatten wir jetzt nicht schon erforscht? Einen Sauerstofffilter. Genau, Basic Air Purifier. Aber da fehlt tatsächlich ja hier noch das Aluminium. Da wäre dann die nächste Frage, wie kriegt man eigentlich Aluminium? Das ist eine verdammt gute Frage. Aloy-Furnace haben wir ja hier. Den haben wir ja da schon gebaut. Genau. Können wir da auch Aluminium herstellen? Nee, da wird Stahl produziert. Output Stock Steel, genau. Wie kann man Aluminium herstellen? Aluminium ist ja eigentlich... Wow! Habt ihr das gesehen? Warte mal ganz kurz. Was ist das? Ist das eine Krabbe? Ach, guck mal, ja, das ist... Ich dachte, das wäre eine Spinne, aber das ist eine Tiefseekrabbe. Guck mal, die läuft so seitwärts. Man entdeckt ja schon auch immer wieder was Neues hier. Die gab es übrigens auch in Soma, kann ich mich erinnern, diese Tiefseekrabben. Kann man die anklicken? Kann man sogar. Spider Crab. Die europäische Spider Crab ist das, ist die Spezies einer wandernden Krabbe, die im Nordostatlantik gefunden werden kann und im Mittelmeer tatsächlich. Despite, abgesehen von dem Aussehen der Spider Crab, die ähnlich ist zum japanischen Spider Crab, sind es verschiedene Spezies. Okay, alles klar. Also, das sind real existierende Spezies, nicht irgendwelche Fantasieviecher. Okay, interessant. Dann schauen wir doch mal. Wie fangen wir denn jetzt hier Specimens ein? Basic Bait. Rosefish kriegen wir da. Sebastus Norvetius. Ah, das ist der wissenschaftliche Name. 14%, okay. Abundant. Fauna Capture. Ah, das dauert noch ein bisschen. 1 Minute 40 Sekunden dauert das noch. Dann haben wir Fauna gefangen, okay. Und muss man da jetzt noch irgendwie einen Tunnel dran bauen? Nee, oder? Capture 3. Okay, wir müssen 3 Wesen einfangen. Und ein Klonlabor müssen wir bauen. Genau. Können wir das schon bauen, das Klonlabor? Proteinharvester, Living Quarter, Submarine Factory. Ja, da müssen wir natürlich auch... Hier, genau. Cloning Lab. Marine Stabilizer, okay. Ich glaube, wir müssen gleich nochmal schauen, dass wir auch ein... dass wir auch einen Sauerstoffgenerator nochmal bauen. So, ich baue das jetzt mal hier hin und mache da einen Tunnel dazwischen. Genau, so, da haben wir das Klonlabor. Dann brauchen wir nochmal Sauerstoff jetzt. Das ist hier. Einen Oxygen... Ah, was fehlt denn da? Eisen fehlt. Okay, wir müssen wohl mal wieder eine Eisenquelle erschließen. Warte mal, da muss ich, glaube ich, mal schauen. Hier habe ich ja 2 U-Boote jetzt dran. Da nehme ich jetzt hier mal nur 1 und mache mal noch 1 hier hin, weil da ist nämlich, glaube ich, noch Small Iron Ore, genau. Müssen mehr Eisen sammeln, sonst ist hier auch bald wieder Ende mit Stahlproduktion und allem. Können wir eigentlich noch forschen? 16 Crewmitglieder haben Atemprobleme. Oh, das ist natürlich nicht so gut.
Hey, wir haben doch eigentlich noch einen Überschuss, verstehe ich gar nicht. Die Leute sind unglücklich, dass ihre ganze Nahrung von niederer Qualität ist. Einige Crewmitglieder werden aggressiv darüber, dass die Nahrungsrationen so sind, wie sie sind. Was sollen wir deswegen unternehmen? Extra Nahrung? Mehr vom Gleichen? Ja, das wird bestimmt die Probleme lösen. Zumal wir ja auch gerade schon wieder nur noch 46 Nahrung haben. Versprecht, die Nahrungsqualität zu verbessern. Ja, ich weiß nicht mal, wie ich das genau machen soll. Okay, ich verspreche es einfach mal. Ich habe versprochen, die Nahrungsqualität bald zu verbessern. Ja, gucken wir mal. Vielleicht hier mal noch die Anlage schon mal dazuschalten. Carbonhydrate. Ja, das ist halt die Sache. Proteinharvester. Aber wir haben doch eigentlich Carbohydrate Farm. Den Proteinharvester, den konnte ich doch gar nicht bauen. Und das ist doch eigentlich der, der die niedrigere Qualität produziert, dachte ich. Oder war das nicht so? Harvests Fauna to produce high quality food. Ach so. Must be constructed on an active habitat. Ach so. Es muss auf einem Habitat gebaut. Ach so, das hätte ich da bauen können. Okay, wir müssen wohl nochmal den Sonar-Dings benutzen. Schalt den mal wieder ein. Dann wollen wir Habitat müssen wir mal scannen, genau. Scannen mal nach dem Habitat. Das sieht da drüben so ein bisschen so aus, als wäre da was. Genau, scannen da mal, genau. Ein Item wurde gefunden. Klonlabor wurde gebaut, sehr schön. Oh, da muss noch Strom angeschlossen werden beim Klonlabor. Sehr gut. Open Genome Sequencer. Cloning Lab requires power. Ich hab da, hab ich doch gerade angeschlossen. Oh nee, habe ich nicht. Moment, wir haben gar keinen Strom mehr. Ah, da, 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 noch einen Kohlegenerator bauen. Können wir irgendwas erforschen, um besser Strom zu produzieren noch? Coal Efficiency Upgrade. Das können wir uns noch nicht leisten. Ein Biomassegenerator ist auch zu teuer. Ja, dann machen wir das nochmal schnell aus. Ich bezweifle sowieso, dass wir das jetzt schon benutzen können ohne Proben. Ja, jetzt müssen wir mal zusehen, eher, dass wir mal hier noch hinkommen. Warte mal. Proteinharvester, guck mal. Kann man das da hinten hinbauen? You cannot build in the darkness. Okay. Dann müssen wir da erstmal ein Licht aufbauen. Da muss mir wohl erstmal ein Licht aufgehen. Okay. 5 Energie wird gebraucht. Na toll. Dann mach das doch mal dahin jetzt. Müssen wir jetzt einfach mal machen. Dann müssen wir Strom hinlegen. Energie ist ganz schön Mangelware. Das muss man mal sagen. Ich baue jetzt am besten gleich noch einen Kohlegenerator. Oh, kann ich mir nicht leisten. Luftqualitätsbeeinflussung. Die ziehen die Luftqualität so krass nach unten. Oh, jetzt können wir uns die Effizienz-Upgrades leisten. Warte. Gleich mal machen. Müsste jetzt eigentlich Effizienzsteigerung am Start sein, oder? Effizienz 60%. Was? Ah, wir haben die Specimens, also die Wesen eingesammelt. Hm. Building Power. Muss man das noch bauen? Den, das Upgrade für das Ding? Warte mal, muss ich nochmal lesen. Coal Power Generators will use 20... Ach so, das ist einfach nur, dass die 20% weniger Kohle brauchen. Ja gut, das ist aber auch gut eigentlich. Wir haben ja auch immer noch nicht die 80 Kohle zusammen. Und dann, vielleicht ist es besser, wenn ich die Kohlegeneratoren auch ein bisschen weiter wegbaue noch. Vielleicht eher so an die Kohlequelle so ein bisschen ranbauen. Ah, Licht. Ach ja, genau. Wie viel Energie braucht denn dieser Proteinharvester? Warte mal. Der braucht 2. Okay, dann müssen wir den jetzt schon mal bauen einfach. Ist jetzt erstmal Wurst. Wir bauen den jetzt und dann sehen wir dann hinterher mal zu, dass wir da nochmal... dass wir dann irgendwas abschalten, irgendwas anderes, was wir nicht brauchen erstmal, würde ich sagen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Genau, mach das mal so. Oder warte, mach den... Nee, doch, mach das so. Genau. Was war da gerade? Building with unsafe air quality. Ach, ist jetzt egal. Okay, wird schon gebaut, das Ding. Dann haben wir die Nahrungsqualität nämlich schon verbessert. Was ist hier los? Scheint irgendwie... Ich mach das mal aus. Ich bin mir nicht sicher. Das brauchen wir, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, das... Ohne Witz, das brauchen wir gar nicht, das Gebäude. Genau, wir machen da mal den Nahrungssammler.
Nicht, dass die sich dann wieder beschweren, dass die Nahrung nicht passt. Wie viel Strom braucht der? 2. Können wir dann die beiden hier ausschalten vielleicht? Und dann haben wir doch genug übrig, damit wir den betreiben, oder nicht? Würde ich jetzt mal behaupten. Da müssen wir jetzt mal gucken, ob das so ist. 95, 96. High Quality Food, genau. 2 Energie braucht das. So, jetzt sind wir bei 0 Energie. Aber die Luftqualität hat sich direkt schon verbessert auch. Würde ich jetzt mal behaupten. Ist jetzt die Frage, wenn ich jetzt nochmal ein Kohlekraftwerk mache, ob sich es dann wieder verschlechtert. Aber wir müssen das machen, weil wir keine Reserven mehr haben. Was ist das hier nochmal gewesen? Research Lab. Das mache ich jetzt auch mal aus einfach. Ich will mal wissen... Guck mal, jetzt haben wir wieder einen Überschuss. Genau. So, wir müssen jetzt mal schauen, dass wir hier mal noch ein bisschen mehr Eisen hier kriegen jetzt. Was hatte ich hier nochmal gefördert? Kohle. Ja, warte mal. Das brauchen wir ja jetzt nicht mehr. Mach den mal hier komplett raus und mach den dann lieber nochmal hier rein. Oder, warte mal, hier hinten war ja noch Eisenerz. Genau. Mach den mal hier rein. Genau, dass wir hier das Eisenerz... Nee, Moment, das ist Quarz. Moment. Nein, 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 stopp. Stopp, stopp, stopp. Nicht dahin, sondern hier hatten wir das doch gehabt, oder? Small Scrap Steel. Wo hatten wir denn das Eisenerz? Ich mache ihn jetzt einfach hier mit rein. Quarzglas und Eisen, genau. Aber es sind nur noch 42. Ich glaube, wir müssen mal wieder scannen. Nach Eisen. Eisenerz. Guck mal, jetzt kommen wir ja auch hier hin eigentlich, ne? Warte mal, da haben wir ja schon gescannt. Aluminiumerz ist da. Okay, warte mal. Können wir da so ein Beacon hinsetzen? Hier so ein Ding. Ja, guck mal, das geht. Würde ich jetzt einfach schon mal machen. Kann ich da noch ein U-Boot? Ne, okay, jetzt habe ich keine U-Boote mehr. Weil das lohnt sich da in der Ecke natürlich sehr gut, ne? Hier sind jetzt 2... Und da ist keins. Habe ich nur 2 U-Boote? Wie viele U-Boote habe ich eigentlich? Das ist die U-Boot-Übersicht hier. Ich check's gerade ehrlich gesagt nicht. Wo sind meine U-Boote? Sind hier nicht noch U-Boote an dem Dock dran? Da ist doch eins, oder? Ist das nicht... Ach, das ist ein Konstruktions-U-Boot. Okay. Warte mal. 1, 2, 3. 3 U-Boote, so. Hier sind 2. So, und wo ist das andere? Da ist keins. Ah, warte, das ist hier. Da ist das, genau. Bei Scrap Steel. Okay, warte, dann nehmen wir das hier nämlich raus. Und nehmen das dann hier hin. So machen wir das. Guck mal, da ist nämlich Kohle, Aluminium, Stahl. Und Concrete auch noch. Stimmt, Concrete hat auch gefehlt. Und Aluminium kriegen wir so auch. Moment mal, da können wir doch bauen. Moment, Moment. Wofür was hat jetzt nochmal Aluminium gefehlt? Für diesen Luftreiniger, genau. Oh, können wir da irgendwie eine Prio vergeben, dass der das Aluminium macht? Invalid Action. Requires upgraded drill bit to mine. Nein, da braucht man einen upgegradeten Drill. Ich werde wahnsinnig. This is not a drill. This is not a drill. Na gut, warte, dann mach den Sonar wieder aus und mach das Forschungslabor wieder an. Nahrung geht runter. Das ist natürlich nicht so gut. High Quality Food scheint offensichtlich nicht auszureichen, um den Bedarf zu decken, wenn ich das jetzt richtig sehe. 67. Puh, okay. Ihr seht schon, meine lieben Freunde, der Teufel steckt hier echt im Detail. Moment, einen fortschrittlicheren Drill. Moment, wie kriegen wir den? Alloy Furnace? Drill Extractor oder was? Nee. Das ist ja schon unlocked. Item unlocked, genau. Alloy Furnace, das haben wir alles schon. Tier 3. Tier 2. Hey, warte mal ganz kurz. Jetzt muss ich das mal lokalisieren. Coal Efficiency Upgrade haben wir auch schon gemacht. Basic Air Purifier, genau. Output Upgrade. Was heißt denn das eigentlich? Increases the output of standard oxygen generators by 20%. Das ist natürlich auch spannend.
Protein-Harvester-Upgrade ist natürlich auch spannend. Kriegen wir mehr Nahrung aus dem Protein-Harvester. Oh, was ist das? Sunken Plane, da ist ein Flugzeugwrack. Send Exploration Sub. Ein Relikt des Krieges, der schon längst vorbei ist. Es ist in sehr guter Verfassung für sein Alter. Okay, Send Exploration Sub. Können wir das schon machen? No Exploration Subs. Okay. Aber interessant, dass man das auch erkunden kann, wenn da so ein Wrack auf dem Meeresgrund liegt. Das ist so ein... Das sieht aus wie eine P-51 Mustang tatsächlich. So ein... Das ist ein amerikanisches Flugzeug auf jeden Fall. Und hat so einen Mustang-Look. Und hat auch einen Stern hier auf der Tragfläche. Ich glaube schon, das müsste aus dem Zweiten Weltkrieg irgendwas sein, würde ich mal schätzen. Krass, krass. Was man hier unten alles so findet, wenn man das Licht anmacht. Oh, was haben wir denn da? Ah, das ist wieder der Tintenfisch. Ich frage mich ja, ob wir irgendwann auch auf was ganz Großes treffen. Ohne Witz. Auf ein ganz riesiges Wesen, das auch irgendwie ganz schön viel Stress macht am Ende. Bin ich mal gespannt. Irgendwie wird gerade nicht geforscht, obwohl ich das Labor wieder aktiviert habe. Warum eigentlich nicht, frage ich mich. Ach, da sind nicht genug Leute jetzt. Warte mal, was ist denn, wenn wir die Produktion von... Okay, wenn wir das mal stilllegen. Proteinharvester, Kohlextraktor. Ja, dann nimm mal halt einen halt mal hier rein jetzt. Building with unsafe air quality. Aber was beeinflusst denn eigentlich die Luftqualität? Das ist eine gute Frage. Ist es nur die Anzahl der Gebäude? Maintained supply for 30 days, okay. Ist es nur die Anzahl der Gebäude oder auch vielleicht die Tunnel am Ende des Tages? Ein Wassertunnel. Guck mal, ein wasserdichter Tunnel, der einen Pfad mit, für die Crew mit Sauerstoff zwischen den Gebäuden herstellt. So, und jetzt ist die Frage. Building, O2. Wie genau? Building Operating, Efficiency 100%. Zieht der mir jetzt die Luftqualität runter? Hier oben haben wir ja Oxygen Output auf 10. Grids with low AQ, Air Quality. Grids with poor IQ. Also wir haben low. Ein Grid mit low air quality, also niedriger Luftqualität. Und wir haben ja nur ein Grid aktuell. Ich wüsste nicht, dass wir noch eins hätten. Also wo wäre das? Das wäre dann wahrscheinlich eine andere Basis, wo wir dann mit U-Booten wahrscheinlich hin und her pendeln würden. Also das heißt, dass das ist dieses eine Grid und es hat niedrige Luftqualität. Moment, dieser Filter, können wir den jetzt bauen? Ja. Geil. Gleich mal machen. Ist es egal, wie wir den bauen eigentlich? Warte mal. Der braucht auch einen Zugang. Okay. Warte mal. Kann ich den hier so bauen? Ja, okay, gut, kann ich. Weil dann bauen wir den jetzt nämlich, den Luftqualitätsreiniger. Der braucht 2 Strom. Weil dann beschweren sie sich vielleicht nicht mehr so krass. Würde ich jetzt mal hoffen. Hoffentlich ist es jetzt noch nicht zu spät. Da kommt der Bau-Heini, die Baudrohne und baut das jetzt. Hoffentlich ist es noch nicht zu spät. Braucht der einen Arbeitstypi? Weiß ich nicht genau. Müssen wir mal gucken. Das müssen wir einen mal assignen einfach. Ich könnte nämlich vorstellen, dass die Arbeitseffizienz der Crew ganz schön niedrig ist, wenn die 16 Leute da Probleme mit dem Atmen haben gerade. Air Purifier verbessern die Luftqualität im Netzwerk. Jetzt haben sie keine Probleme mehr. Okay, gut. Luftqualität erfolgreich verbessert, wie es aussieht. No remaining resources. Was? 2 Mining Subs idlen. Ach so. Ach, dann haben sie hier schon alles abgebaut. Okay, dann nehmen wir sie jetzt einfach mit hier rüber. Hier, wo wir den anderen Pinübel schon gesetzt haben. Und lassen die da einfach komplett noch mit abfarmen. Aber Eisen ist natürlich jetzt nach wie vor immer noch ein Problem, oder? Obwohl, nee, 36 Eisen. Concrete ist ein Problem, genau. Das farmen wir ja hier ab, genau. So, Strom. Strom ist ein Problem eigentlich. Wir haben jetzt 63 Kohlen. So, wie sieht es denn jetzt eigentlich mit den Arbeitskräften aus? Kann man hier jetzt nochmal einen hinzufügen? Employment
Coal Generator, Basic Research Lab. Leben scheint jetzt wieder hochzugehen bei den Leuten. Also die Gesundheit, genau. Ja, Kohlegenerator. Kann ich das mir leisten, da einen rauszunehmen? Quatsch. Hey, Overseer. Hier spricht Cynthia McGeehans. Nee, Quatsch. Es ist Cynthia McGeehans Geburtstag heute. Wir hatten gehofft, dass wir ihr eine Überraschungsparty bereiten können in ihren Wohnquartieren. Ich weiß, es ist sehr viel des Guten, aber können wir 20 Nahrung vom Stockpile für die Party nehmen? Ja, warum? Ach komm, ich meine, 20 ist schon ganz schön viel. Wir haben 50, 52. Aber dann hat die Crew mehr Zuversicht in mich und ich glaube, das ist ganz gut. Lass das mal machen. Dann sollen sie aber hinterher nicht kommen und sich beschweren von wegen, es ist nicht genug Nahrung mehr da. Oh, minus 1 Power Output. Können wir noch irgendwas stilllegen zufällig, was wir nicht brauchen? Ich habe schon so viel stillgelegt. Ich müsste den Kohleförderer stilllegen. Ich habe nicht genug Leute für das alles. Und das Klonlabor habe ich auch gebaut. Ah, okay. Vielleicht mal gucken. Vielleicht kriegen wir jetzt nochmal neue Leute, weil wir jetzt das Klonlabor gebaut haben. Ich habe das jetzt mal aktiviert. Spaßenshalber. Ja, genau. Guck mal. Also, was haben wir denn hier? Alle vorhergehenden Experimente in Sachen Klonen haben dazu geführt, dass wir die Testsubjekte, von niedriger Gesundheit gewesen sind. Mangelernährt und sie konnten nur die einfachsten Aufgaben erledigen. Deine Aufgabe ist es, das zu beheben. Wir können das beheben. Die Zeit ist gekommen. Öffne das Cloning-Interface und füge die benötigten Genome zu der Sequenz hinzu und beginne den Klonprozess. Alles klar, was immer ihr sagt. Ich müsste nur irgendwie vorher nochmal was abschalten. Ich schalte mal das Forschungslabor mal kurz ab, damit wir Strom dafür haben auch. Genomsequenzer, okay. Jetzt haben wir hier nur den Rosefish. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt genau bedeutet. Vacant, okay. Rosefish. Ich füge einfach den Rosefish hinzu, würde ich sagen. Generalist 46%. Begin Cloning. Uses. Max Number of Clones Generated 4. Oder sind die Klone dann meine neuen Mitarbeiter? Ich züchte mir so eine Armee von missgebildeten Genzombies wahrscheinlich, die dann meine Leute dann einfach aufessen. Gottes Willen, ey. Ich weiß ja nicht, ob ich das so gut finde, ehrlich gesagt. Das ist ganz schön moralisch fragwürdig, was hier so passiert. In dieser Unterwasseranlage. Klone einen Menschen, indem du das Genetiksystem benutzt. Ja, dann machen wir das mal, wa? Aber irgendwie... Wir haben einen leichten Stromüberschuss, so. Wir kriegen halt nicht schnell genug Kohle halt. Das ist ein bisschen das Problem an der Sache. Wir müssen mal irgendwie noch mal mehr Kohle bekommen. Small Coal Deposit. Ich glaube, ich nehme doch noch mal ein U-Boot hier mal raus. Ich meine, da ist auch Kohle, aber wir packen das mal sicherheitshalber noch mal hier rein. Subs can't be assigned. Okay, aber es sind eh nur noch 12 Einheiten, von daher... Wir müssen mal zusehen, dass wir mal auf diese 80 Einheiten Kohle kommen, damit wir da mal den Haken haben. Ich weiß nämlich nicht, ich bräuchte mal dringend mehr Mitarbeiter irgendwie. Also ja, wir klonen jetzt ja Leute, aber trotzdem, ich bräuchte trotzdem mal mehr Leute. Ich kann ja nichts mehr machen. Ich kann ja, selbst wenn ich jetzt noch Generatoren bauen würde, ich könnte es ja nicht mal betreiben, weil ich ja gar nicht die Leute dafür habe. Dann arbeiten die alle nur noch in Generatoren und keiner macht mehr was anderes. Failed. Okay, ein Klonvorgang ist schon mal gefailed. Wunderbar. Alle Genome. So, das sind die Genome, die ich zur Verfügung habe. Und das ist der Sequencer. Aber ich kann doch nicht nur aus Rosefish-Genomen, kann ich doch nicht irgendwen klonen, der irgendwie, also ich meine, wie? Ist das dann einer mit Flossen oder was? Wie muss ich mir das vorstellen? Was sind denn das für Eigenschaften, die der da bekommt dann? Müsste ich nicht erstmal das Genom analysieren, um zu wissen, was da eigentlich bei rauskommt am Ende?
Ich kann da nicht einfach irgendwas mit irgendwas mischen. Das geht doch nicht. Nachher kommen irgendwelche Jurassic Park Dinos raus. Weil ich die Lücken in der Gensequenz mit Menschen-DNA aufgefüllt habe. Oder noch schlimmer, es sind die Dinosaurier aus diesem 1993er Super Mario Film, Alter. Der mit Bob Hoskins. Wo die Dinosaurier ausgesehen haben wie Menschen. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Ansonsten bleibt uns halt nichts anderes übrig, als irgendwie zu warten, dass wir irgendwie einen Menschen geklont kriegen. So, dann mache ich jetzt nochmal ein Fuel Beacon. Ich muss noch mal wissen, ob wir noch irgendwo Treibstoff haben oder sowas. Vielleicht mal hier am Rand von der Dings. Gab's da gerade eine Meldung? Irgendeine Meldung gab's gerade. Invalid. Sonar can't find anything. Ja, toll. Oh. Es hat funktioniert. Caitlin Robinson. Wir haben jemanden geklont. Es hat funktioniert. Ich bin begeistert. Grüße, Overseer. Das ist die Kommandostation. Hier spricht die Kommandostation. Gratulation zu deinem ersten Erfolg. Das ist der erste teilweise erfolgreich geklonte Mensch in fast 3 Jahren. Das ist aber nur der Anfang. Diese Crew hat immer noch eine sehr begrenzte Lebensspanne. Also werden wir mehr brauchen. Erweitere die Population auf 20. Das ist ja schon krass, dass man da mit aus der Tiefsee geförderten Ressourcen und Genomen vor allem dafür sorgen muss, dass die eigene Mannschaft wächst. Ich meine, das ist aber mal eine andere Art, die Bevölkerung wachsen zu lassen. Nicht wie bei Surviving Mars, einfach immer wieder neue runterschicken. Sondern die einfach, die vorhandenen einfach klonen. Geil. Okay. Na gut, dann muss das Klonlabor also immer an sein. Okay. So, und jetzt haben wir ja einen Überschuss. Können wir jetzt vielleicht schon mal... Oh, Nahrung wird geht runter. Ich muss tatsächlich jetzt auch hier schon das anmachen. Mach mal den Sonar-Dings aus. Und mach mal das Nahrungsgebäude an direkt. Weil sonst haben wir hier nämlich gleich direkt ein Problem mit Nahrung. Types of Genomes. Okay, wir haben 10 Generalisten-Genome. 10, also, okay, nee, 0 Scientists und 0 Engineers. Okay, also wir brauchen dann auch entsprechend für die jeweiligen Spezialisten entsprechende Genome, damit die auch gleich so funktionieren wahrscheinlich. Ja gut, aber ich habe trotzdem nicht genug Arbeitskräfte. Ich komme aber ewig nicht auf diese 80 Kohle, die ich brauche. Das nervt ein bisschen. Aber gut, der Kohleextraktor ist auch aus. Vielleicht sollte ich den mal wieder anmachen. Der braucht 2 Strom. Ach, wo kriege ich denn jetzt 2 Strom her? Ich habe ja das Forschungslabor schon ausgemacht. Ein Crewmember ist unemployed. Ah, okay, warte mal. Dann baue ich jetzt noch einen Generator. Komm, noch einen Kohlegenerator bauen. Das macht man mal dann auch hier hin. Jetzt hat er den wieder nicht verbunden, oder was? Okay, Moment. Dann müssen wir das halt... Oder kann ich das nicht einfach hier... Nee, warte mal. Brich das nochmal ab. Achso, kann ich wieder nicht abbrechen. Warte, destroy, genau. Nee, stopp. Anhalten. Ich muss nochmal umdisponieren gerade. Ich würde das gerne so machen, dass ich da das direkt dran verbinden kann irgendwie. Falls das geht. Verdammt, mach's halt so. Machen wir halt noch so ein Segment dazwischen. Warum geht denn das nicht mit dem Verbinden hier an dem Tunnel? Mach's halt so. Meine Güte nochmal. Umständlich hoch 1000 alles hier. Genau. Weil dann kann nämlich der Arbeitslose in dem Kohlegenerator arbeiten. Und dann können wir nämlich dann schon mal hier noch Sachen aktivieren. Wenn wir gleich auch noch den nächsten bekommen. Einer ist, steht ja hier noch aus. Also müssen wir immer fleißig klonen. Der Progress ist dann natürlich schon recht langsam, ne? Also man muss jetzt ja erstmal dafür sorgen, dass man genug Leute hat. Dann kann man ja erstmal richtig wachsen, wenn man dann erstmal Leute braucht für jede Einrichtung. Also erstmal die klonen muss halt auch, die müssen ja erstmal wachsen. Es ist schon ein interessanter Progress irgendwie. Es ist ein bisschen anders. Es hebt sich sehr stark ab. 17 Gebäude mit unsicherer Luftqualität. Ja, das ist natürlich nicht so schön. Das gebe ich ja zu. Wie viel Strom braucht nochmal dieser Air Purifier? 2 Einheiten. Ja, das ist natürlich auch ganz schön viel Strom, ne? Aber wir haben jetzt 9. Cloning complete. Petru Bradley. Jawohl. Ja, komm, weiter. Dann machen wir gleich nochmal noch mehr Genome. Ah, ja, genau. Ich wollte gerade sagen.
gleich noch mehr machen jetzt. Uses, genau. Remaining uses, begin cloning. Immer her mit den Klonen. Bring in the clones. Angriff der Klonkrieger. Das ist ja verrückt, ey. Okay. Wir müssen mal noch schauen, dass wir noch einen Air Purifier jetzt bauen. Da ist noch ein Eingang, wo man ihn ranbauen könnte. Weißt du was, da mache ich den jetzt einfach hier. So, hier arbeiten zwei Nasen. Wir haben keine Arbeitslosen jetzt erstmal. Der Gensequenzer arbeitet. Ein Mining Sub ist idle. Okay, das ist wahrscheinlich das hier, wa? Sollen sie halt da mit abfarmen von mir aus. Wir müssen mal jetzt als nächstes dann den Coal Extractor mal wieder ans Netz bringen. Wenn ich den jetzt aktiviere, ja, haben wir halt keine Arbeitskräfte. Ich meine, ich kann ja schon mal anlassen. Der wird ja dann spätestens, wenn wieder Arbeitskräfte am Start sind, kann er ja loslegen. Oh, Strom, warte. Strom, genau. So, Luftqualität. Jawohl, wieder einer geklont. Sehr schön. So, der müsste doch dann jetzt eigentlich hier hinten arbeiten, oder nicht? Die ersten Klone sind ein teilweiser Erfolg. Mutationen in den genetischen Sequenzen bedeuten, dass ihre Lebensspannen verkürzt sind. Also werden wir mehr Klone brauchen, um den Nachschub sicherzustellen, damit die Einrichtung weiterhin funktioniert. Das ist genau der Start, auf den wir gehofft haben. Das Opfer, das du bringst, ist eine große Bereicherung für die Menschheit. Ja, das will ich auch hoffen. Nicht, dass ich hier in die Hölle komme dafür. Wenn ich hier Gott spiele unter Wasser. Und schon wieder eine Nachricht. Finde Ressource und genetische Proben, wie die wir brauchen. Dazu müssen wir aber erkunden. Bevor wir weiterbauen können, müssen wir ein Exploration-U-Boot bauen, um eine Route zu planen. Konstruiere eine U-Boot-Fabrik und benutze sie, um ein Exploration-U-Boot zu bauen. Also ein Forschungs-U-Boot quasi. Ja, cool. Ach ja, aber das Problem ist nach wie vor immer noch, dass ich nicht genügend Leute habe. Ich kann ja nicht mal die Kohle fördern, die hier ist. Und Nahrung... Okay, Nahrung haben wir jetzt aber einen Überschuss. Ich meine, zur Not könnte ich auch nochmal die Farm hier stilllegen. Das wäre ja auch noch eine Idee. Wie viel... Angestellte. Alter, das Ding hier braucht 3 Angestellte. Das ist schon ganz schön heftig. Aber gut. Hatte ich das jetzt eigentlich richtig gesehen, dass der eine Klon eine hohe Lebenserwartung hatte? Ich meine schon. Hier, warte, der Joan Willi. 46 Tage ist seine Lebenserwartung, oder? Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Das ist gar nicht mal so viel, oder? 46 Tage. Danach ist der dann, was ist denn der dann, genetischer Matsch? Was passiert denn dann mit denen? Dann habe ich ja immer so einen laufenden Anteil an Klonen, die dann immer produziert werden. Dann erreiche ich irgendwann ein Maximum und die nachkommen, sterben dann immer wieder. Dann sind die ja immer in Rotation dann irgendwann. Na toll. Das wird auf jeden Fall spannend. Mal gucken, ob wir irgendwie die Lebensspanne noch verbessern können dann. Ja, Forschungspunkte kann ich natürlich auch nicht generieren, weil ich halt für die Forschung nicht genug Menschen habe. Das ist halt nicht so. Und Kohle geht gerade auch massiv nach unten. Nahrung geht jetzt auch schon wieder massiv nach unten, weil jetzt natürlich wieder mehr Leute essen müssen. Die Klone wollen ja auch was essen. Wobei es eigentlich nur fair wäre, wenn die Klone nicht so viel essen müssten. Cloning complete. Nice. Petro Umba. Wunderbar. Ah, guck mal, jetzt arbeitet hier auch tatsächlich mal wieder einer. Sehr schön, aber da müssen 3 Leute arbeiten. Na toll. Das kann ja was werden. Das kann ja was werden. Wobei die Gebäude ja, je mehr Leute da arbeiten, auch immer effizienter werden müssten. Ah, ein Crewmitglied hat keine Wohnung. Das ist schlecht. Da machen wir mal gleich hier noch ein Wohnquartier. Genau. Wie teuer sind die eigentlich vom Strom? Okay. Ja gut, das geht noch. Eine Einheit jeweils Sauerstoff und Strom. Das geht noch. Das ist nicht so schlimm. Dann baut mal ein weiteres Wohnquartier hier. Das wird Zeit, genau. Müssen wir vielleicht auch mal schauen, dass wir die mal quer verbinden und nicht immer nur alle an einem Strang hängen. Weil das Problem könnte auch sein, wenn doch mal irgendwie eine Katastrophe passiert,
vielleicht einen Angriff oder so, weiß man ja nicht, von irgendeinem Riesenkraken, dann könnte es ja sein, dass dann ein Tunnel unterbrochen ist, der dann erst mühsam repariert werden muss und in der Zeit kommen die dann nicht in ihre Quartiere oder so. Ein Crewmitglied ist nicht in einem Haus, genau, das ist ein Problem, aber da arbeiten wir ja gerade dran. Kohle geht langsam nach unten. Da müssen wir mal schauen gleich, dass wir da mal jetzt gleich was machen. Wie sieht es denn mit dem Klonprozess aus? Es wäre natürlich dufte, wenn der letzte Klonprozess jetzt auch noch einen abwerfen würde. Der könnte dann auch noch da hinten arbeiten. Ah, Strom. Ja, immer vergesse ich diese Stromleitung. Jawohl, so haben wir. Sehr schön. Jetzt haben sie alle eine Wohnung. Passen da eigentlich auch... Wie viele passen da eigentlich rein? 4 Leute passen in ein Habitat, okay. Fauna depleted. Nein! Wir kriegen keine Proben mehr. Mist. Das ist natürlich ärgerlich. Dann müssen wir jetzt damit arbeiten, mit dem, was wir haben. Ja, dann... Ah, der Klonprozess läuft noch. Okay, ja, dann lassen wir das mal durchlaufen. Alles klar. Lassen wir das mal durch. Dann müssen wir ja schon wieder neue suchen jetzt. Warte mal, dann mach mal hier den Turm an. Der braucht ja keine Mitarbeiter. Dann suchen wir gleich nochmal nach einem Habitat, nach einem neuen. Würde ich sagen, dass wir da schon mal eins noch suchen. Weil wenn hier jetzt nichts mehr drin ist... Rosefisch. Kann man da vielleicht nochmal durchwechseln irgendwie? Fauna Capture abundant. Habitat. Zwei Items haben wir. Das ist doch cool. Was haben wir da gefunden? Common Habitat? Common Habitat. Okay, da müssen wir hier nochmal eine Leuchte bauen dann. Brauchen wir natürlich wieder mehr Energie, ne? Kann man diese Lampen eigentlich auch hinterher wieder ausschalten oder müssen die jetzt immer laufen? Na, guck mal, die kann man auch ausschalten zur Not. Aber die Frage ist, was passiert, wenn ich die hinterher ausschalte, nachdem ich was gebaut habe? Das ist eigentlich eine gute Frage. Das müsste man mal probieren. Vielleicht sollte man es nicht da probieren, wo Nahrung angebaut wird. Ich meine, 10, warte mal, wie viel frisst so ein Leuchteturm? Warte mal, wo war das? Hier. 5 Energie. Puh. 4 Crew sind fehlernährt. Ah ja, stimmt. Das war ja wegen, wenn das Klone sind, dann sind die ja mangelernährt teilweise. Ja gut, da kann ich jetzt aber nichts dafür. Das ist den ihr Problem jetzt. So, ich sehe gerade, ich kann da die Lampe gar nicht so bauen. Da muss ich das so machen hier. Hier kann ich sie bauen. Vielleicht finden wir ja noch eins, das näher dran ist. Warte mal. Scan mal bitte nochmal nach einem Habitat. Genau, mach das mal da so. Vielleicht ist da ja noch was. Klonenprozess komplett. Jawohl, sehr schön. Jetzt müssten doch hier 3 Leute drin sein. Jawohl, guck mal, jetzt kriegen wir hier nämlich wieder Kohle. Ein Item wurde gefunden. Ah, siehst du mal hier, guck mal. Das ist Abundant Habitat. Okay, dann können wir da doch gleich mal hier so eine Dings bauen. Species Collector hier. Genau, sowas. Nein, kann in der Darkness nicht gebaut werden. Verdammt. Frisst das eigentlich irgendwie Strom oder so? Nee, ne? Und arbeiten muss da auch keiner. Okay. Weil dann können wir doch jetzt einfach da nochmal eine Lampe bauen. Wobei das eigentlich... Das hier ist halt ein Common-Habitat. Da ist eben die Frage, ist das jetzt besser als das andere? Abundant und Common. 390 Meter weg und 265 Meter? Das ist näher dran, okay. Das sieht mir aber eher aus, als wäre das näher dran. Komisch, komisch. Naja gut, ich würde sagen, wir machen das mal hier. Die Kohle haben wir ja da schon gesammelt. Machen wir das mal so. Zerstören kann ich es. Da kriege ich Stahl immerhin zurück. Aber gut, vielleicht kann man die alten Habitate ja dann nochmal renaturieren, wenn die halt verbraucht sind irgendwann. Weil ich meine, man kann ja hier auch den Bait austauschen. Vielleicht geht ja da irgendwann nochmal was. Müssen wir mal gucken. Forschen kann man ja auch nochmal. So, da wird die Lampe gebaut. Neue Lampe, neues Glück. Vielleicht entdecken wir ja auch noch Erzquellen oder sowas. Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall haben wir dann schon wieder keine Energie mehr. Es ist ein einziger Teufelskreis am Ende des Tages, ey.
Ich probiere jetzt mal da diese Lampe auszuschalten. Ich will wissen, was da passiert. Ah ja, okay, dann beschweren die sich hier, dass sie kein Licht haben. 3 Crewmitglieder sind in Dunkelheit. Scheint wohl nicht so gut zu sein. Dann machen wir es wohl wieder mal an. Crew in Darkness for many days will develop Vitamin D Deficiency. Ach, das sind Sonnenlichtlampen. Hä, ist das nicht ein bisschen bescheuert irgendwie? Also mal ehrlich jetzt, weil... Die sind doch nicht... Hä? Okay, das ist ein bisschen unlogisch. Dass die dann Vitamin D-Mangel haben, wenn die... Weil die Lampe, die außen steht, außerhalb der Räume, weil die aus ist, kriegen die Vitamin D-Mangel. Aber die sind doch in dem Raum drin. Müsste nicht eigentlich eine Vitamin D-Lampe in dem Raum drin sein und nicht hier den Meeresboden mit Sonnenlicht? Naja gut, das ist ein bisschen unlogisch, ehrlich gesagt. Das ist ein bisschen unlogisch, ein bisschen unlogisch. So, bauen wir hier nochmal so ein Ding, genau. Wir müssen hier mal jetzt wieder gucken wegen Gensequenzierung. Beginn Cloning, genau. Immer schön weiter klonen. Was? Invalid Action? Genome exceeds Batch Size. Wer hat was gemacht? Ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt auf jeden Fall nochmal Klone angeworfen. George Clooney. So, können wir jetzt eigentlich mal wieder hier das Forschungslabor anmachen? 5 Energie haben wir ja noch übrig, genau. Müsste genau aufgehen eigentlich. Was kann ich denn jetzt gegen die Mangelernährung machen? Kein Plan, weiß ich nicht. Wahrscheinlich mehr Nahrung zur Verfügung stellen. Die Kohle geht immer weiter runter, ey. Können wir da irgendwie mal... Wir müssen unbedingt dringend hier die Forschungspunkte mal an den Start bringen, dass wir mal hier diese Verbesserung für den Kohleförderer machen können, dass der mal mehr raushaut. Wie viel ist denn da eigentlich in diesem Deposit drin? Infinite. Okay, die Quellen sind unendlich. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Alles klar. Dann müssen wir einfach nur mal Forschungspunkte mal machen jetzt. Wird jetzt mal Zeit. Wird jetzt hier mal echt Zeit, dass wir das mal machen. Oh, guck mal, hier sind irgendwelche Säulen. Das sieht ja auch interessant aus. Ich mache jetzt nochmal mit diesem Scan-Ding. Scanne ich jetzt nochmal nach Ressourcen hier hinten. Mal gucken, was hier so ist. Vielleicht können wir da nochmal... Was? Sonar can't find anything. Okay, das ist natürlich schade. Warte mal. Dann nimm nochmal ein Fuel-Beacon. Will nochmal wissen, ob da noch Fuel ist oder so. Point of Interest Beacon ist natürlich... Den hat man noch gar nicht benutzt, oder? Sonar Tower Resar... Okay, ich habe ihn entladen, den Sonar Tower. Ist natürlich nicht so gut. Cloning failed. No, wir brauchen doch Leute ganz dringend. Leute, Leute, Leute brauchen wir. Ich sag's euch. Da müssen wir jetzt ganz schön aufpassen. Dass wir mal jetzt mal auch wieder Forschungspunkte kriegen. Aber so sieht das schon cool aus. Das muss man auch einfach mal sagen. Wenn man das jetzt so von hier sieht mit den ganzen Lampen und so. Dieses volumetrische Licht ist schon was Schönes. Und an dieser Stelle endet diese Folge Surviving the Abyss. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne in die anderen Videos rein, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Denn es kommen täglich Videos, nicht nur zu Surviving the Abyss, sondern auch zu anderen Projekten und Let's Plays. Und ihr könnt auch gerne im Epic Store mit meinem Creator-Tag Spielbär mit AE Spiele kaufen. Da wird es für euch nicht teurer, aber ihr unterstützt mich damit mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis und das ist eine sehr coole Unterstützungsmöglichkeit. Vielen lieben Dank, wenn ihr das schon gemacht haben solltet und dann sehen wir uns gerne wieder im nächsten Video. Bis dann, ciao, ciao!